Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen Video geht es um das Warriors Collection Event, welches am 29. März, also bereits schon nächste Woche Dienstag, starten wird. Da der Trailer vor ein paar Tagen released wurde, gibt es zum Event nun alle möglichen Infos zu den Skins, Patch Notes, neuen Maps und so weiter. Wir schauen uns heute also alles Bekannte zum Event an. Da der Trailer wirklich nice ist und auch nicht allzu lange geht, möchte ich ihn euch heute zeigen. Für alle, die ihn nicht sehen wollen oder schon gesehen haben, schaut einfach unten in der Timeline, wo es zu den Infos geht und scrollt einfach bis dorthin vor. Nun aber zum Trailer. Goodbye, friend. Take this as a mercy finish. This is my favorite part. Beautifully done. This is gonna be fun. Vámonos! Found another one. That's how you do it. We're in this together. Remember that. Fortune favors Fusey. Another enemy falls. Bring it on! I should thank you. This was highly entertaining. It's time. Sarukaja. So, und das war der Trailer. Der Trailer sieht echt nice aus und enthüllt natürlich auch schon einige Skins, das Krypto-Erbstück und neue Maps. Wir fangen jetzt einmal bei den Skins für das Event an, die finde ich teilweise echt schon mega nice sind. Wir beginnen hier mit den Legenden-Skins. Der erste Skin ist dieser Skin für Horizon. Das Design dieses Skins ist einfach nur mega nice und was ein kleines Extra-Special bei ihm ist, ist, dass er, finde ich, ganz anders wie die meisten der anderen Horizon-Skins aussieht. Er ist eindeutig einer meiner Favoriten-Skins für Horizon. Der nächste legendäre Skin ist für Caustic. Dieser Skin ist auch sehr ungewöhnlich, denn er zeigt Haut und trägt eine völlig andere Maske bzw. eher einen Helm. Er ist zwar nicht mein Favorit, aber ist auf jeden Fall sehr exotisch. Als nächstes haben wir einen Skin für Octane und dieser Skin ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Dieser Skin ist zweifellos einer der oder vielleicht sogar der beste Skin für Octane und er ist auf jeden Fall auch einer der besten Skins des Events. Der nächste legendäre Skin ist für Lifeline. Er sieht auch ganz cool aus, ist aber nicht ganz so mein Fall. Dennoch ist er verglichen mit anderen Lifeline-Skins auch mal etwas anderes und auf jeden Fall auch sehr nice. Außerdem bekommen wir noch einen legendären Skin für Ash. Die Farben dieses Skins sehen echt sehr nice aus und das Gesicht einer Katze genauso. Dieser Skin ist auf jeden Fall auch ein sehr cooler Skin und ein Favoriten-Skin für Ash. Der nächste legendäre Legenden-Skin ist für Lober. Er sieht auch ganz cool aus, aber lange nicht so cool wie die meisten anderen Skins. Ein cooler Skin, aber halt einfach nichts Besonderes. Genauso auch bei diesem Rampart-Skin. Er ist auch ganz cool, aber nichts Besonderes, da er eigentlich keinen besonderen Look hat. Wir bekommen im Event auch noch zwei epische Skins, welche für Fuse und Maggie sind. Sie sind aber halt episch und deswegen auch nicht allzu besonders. Nun zu den Waffenskins. Die legendären Waffenskins sind immer im Design von irgendwelchen Legenden-Skins. Der erste Waffenskin ist dieser hier für die Flatline im Design vom Rampart-Skin. Er sieht mit seinen goldenen Farben ganz cool aus und es könnte auch sein, dass er ein besonderes Ironsight bekommt, vielleicht so wie der reaktive Skin aus Season 4. Außerdem bekommt der Bogen seinen bisher vielleicht besten Skin. Er ist im Design des Ash-Skins und sieht farblich genauso nice aus. Insgesamt ist das auf jeden Fall ein cooler Skin. Ein weiterer legendärer Waffenskin ist für die Charge-Rifle im Design des Lober-Skins. Er sieht dem Skin der Flatline auf jeden Fall sehr ähnlich und ist genau wie bei der Flatline wohl für alle nice, die goldene Farben mögen. Der nächste legendäre Waffenskin ist für die Mastiff. Er trägt das Design vom Caustic-Skin und sieht ganz in Ordnung aus, ist für einen legendären Skin aber an sich nicht allzu besonders. Als nächstes haben wir diesen legendären Skin für die Prowler. Er ist im Design des Lifeline-Skins und sieht speziell mit diesen roten Klingen drumherum auch ganz nice aus. Als letztes bekommen wir noch vier weitere epische Waffenskins. Diese sind für die Sentinel, die R301, die Void und die Eva 8, man hat sie aber alle leider nicht im Trailer sehen können. So, und das sind soweit auch schon alle Skins gewesen. Diese Skins werden by the way im Collection Event sein, also wenn ihr euch das gesamte Event durchkaufen wollt, bekommt ihr sie und wenn ihr nur einen dieser Skins haben wollt, könnt ihr dafür Apex Coins oder auch Herstellungsmetalle ausgeben.
Wie immer wird es im Collection Event aber nicht nur Skins, sondern auch noch sowas wie Emotes oder Holosprays geben. Da wir 14 Skins bekommen sollten und wir immer 24 Items bekommen, sollten noch 10 andere Items dazukommen. Nun zum wahrscheinlichen Highlight des Events, dem Krypto-Erbstück. Dieses Erbstück wird wahrscheinlich von den wenigsten von euch gekauft, denn kaum jemand spielt gerne mit Krypto, aber es ist ohne Frage ein extrem geiles Erbstück geworden. Wir kannten es ja bereits schon von Bildern und Animationen, aber jetzt ist es auch in der Hand von Krypto zu sehen, wobei wir bei einem Emote sogar ein Bild mit ihm, seiner Schwester und seiner Mutter sehen können. Es ist eigentlich echt schade, dass dieses Erbstück an Krypto geht, denn er ist halt recht unbeliebt und es wäre auch bei jeder anderen Legende nice gewesen. Wie dem auch sei, könnt ihr das Erbstück wie immer natürlich bekommen, indem ihr euch das gesamte Collection Event, also alle 24 Items daraus kauft. Im Event Store bekommen wir auch noch einige Skins, worunter hauptsächlich die Skins aus dem Collection Event sind. Wir bekommen jedoch auch noch einige Skins aus alten Events zurück. Dieses Event ist also wieder voller neuer, aber auch alter Skins. Als nächstes geht es um die neuen Maps. Erst einmal bekommen wir wie schon erwartet den Kontrollmodus zurück. Er bringt jedoch ein paar Änderungen und auch eine neue Map mit sich. Wie wir auch schon besprochen haben, wird diese neue Map ein Ausschnitt aus King's Canyon von Corsic's Town Takeover sein. By the way, wird dieses Gas, was sich immer in der Mitte der Anlage befindet, allem Anschein nach nicht dort sein. Abgesehen davon bekommen wir aber auch noch zusätzliche Deckungen, Ziplines, Skydive Launcher, also diese Dinger, die wir auch schon auf den anderen Maps hatten, und Schwebetanks. Was genau das alles ist, konnte man teilweise schon im Trailer sehen, aber halt nicht alles, deswegen müssen wir es einfach mal abwarten. Außerdem bekommen wir noch eine neue Arena-Map. Diese Arena-Map nennt sich Drop-Off und sie spielt auf einem großen Turm von Hammond. Sie hat auf jeden Fall ein sehr geiles Design, aber interessieren wird sie wahrscheinlich trotzdem leider die wenigsten. Dieser Ort ist by the way in Malta, was bedeutet, dass er unter Olympus spielt. Nun zum mit interessantesten Part, und zwar dem kostenlosen Blitz-Event. Hier bekommen wir als Skins den Elster-Skin im Design vom legendären Loba-Skin, den Repeater-Skin im Design vom Octane-Skin und einen epischen Skin für Mirage. Außerdem bekommen wir auch noch einen Waffenanhänger, ein normales Pack, eine Plakette und Fährtenleser, bei denen aktuell leider aber noch nicht bekannt ist, für welche Legenden sie sein werden. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die für manche vielleicht interessanteste Sache an, und zwar die Patch Notes. Die Patch Notes, kann ich euch jetzt aber schon mal sagen, sind leider nicht ganz so umfangreich wie gedacht. Wie dem auch sei, haben wir als erstes ein paar Änderungen für den Kontrollmodus. Das einzig Erwähnenswerte ist hier jedoch nur, dass der Turbolader ab jetzt nicht mehr auf der lilanen Havoc sein wird, sonst haben wir für den Kontrollmodus eigentlich nur noch Bugfixes. Als nächstes haben wir Änderungen für die G7. Sie wird mit der Double Tap Anpassung zukünftig etwas schneller schießen und dabei auch weniger Rückstoß haben, und die Reservemunition wurde von 120 auf 140 Schuss erhöht. Bei den Anpassungen wird auch noch ein wenig an der Spawnrate gemacht. Hammerpunkt und Kinetic Feeder werden öfter und Dead Eyes Tempo, Shatter Caps und der Boosted Loader seltener spawnen. Zuletzt haben wir dann nur noch einige Bugfixes und das war's dann auch schon wieder. Eigentlich dachte ich, dass vielleicht noch ein paar weitere Legenden und Waffenänderungen kommen, aber es ist wohl nicht so. Aber gut, das war's dann soweit mit dem Video. Wie gesagt, wird das Event schon am 29. März, also bereits nächste Woche Dienstag, starten. Wie dem auch sei, hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video hier gefallen hat. Lasst gerne noch eine Bewertung, Feedback in den Kommentaren und falls ihr neu seid, sehr gerne auch ein kostenloses Abo da. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.